Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage am Dienstag. Ja, wir sind wieder da und jetzt startet auch die Sommertour. In den nächsten Wochen werden wir über 20 Termine vor Ort absolvieren bei den Kolleginnen und Kollegen in ihren Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz. Das Motto lautet Fraktion in Aktion und es sagt eigentlich auch schon alles. Es wird gewandert, Rad gefahren, geschwommen, Kanu gefahren. Es geht darum, unser wunderschönes Bundesland, die Wahlkreise zu erkunden, besondere Städten kennenzulernen, mit dem Ehrenamt ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und so gehen die nächsten Wochen ins Land mit Fraktion in Aktion. Es sind tolle Programmpunkte, über die ich natürlich hier auch berichten werde. Ich starte heute beim Kollegen Florian Mayer in Landau. Dort wird der Savoyenpark erkundet. Heute Nachmittag sind wir dann noch in Andernach, in der Stadtgalerie, als auch im Krankenhaus. Am morgigen Mittwoch geht's nach Monsheim mit einer wunderbaren Radtour der Kollegin Katrin Anklam-Trapp. Am Donnerstag bin ich dann unterwegs im Donnersbergkreis bei der Kollegin Jacqueline Rauschkolb im Waldschwimmbad. Und am Donnerstagnachmittag sind wir dann im Naturfreundehaus zusammen mit dem Kollegen Christoph Spieß. Ja, und wir beenden die Woche am Freitag in Kaiserslautern mit dem Kollegen Andreas Rahm und dem Kollegen Thomas Wansch. Und ihr werdet sehen, es wird immer irgendwie Action sein und die Fraktion in Aktion. Ich bin sehr gespannt auf viele tolle Begegnungen und viele gute Gespräche. Ihr könnt diese Themen und Termine hier verfolgen und ich freue mich natürlich auch über den Austausch mit euch. Und dann geht es nach den Sommerferien natürlich auch wieder los mit Insta-Lives, mit Sabine trifft und ich darf euch jetzt schon auf einen ganz tollen Abendtermin hinweisen. Am 13. September Sabine trifft Kerstin Griese. Kerstin Griese ist die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und mit ihr werden wir über die Zukunft der Rente diskutieren. Am 13. September um 19 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Betzdorf. Ich freue mich auf euer Kommen und würde mich freuen, wenn über dieses wichtige Zukunftsthema viele Mitmenschen miteinander ins Gespräch kommen. Aber auch dazu wird es natürlich noch Ankündigungen geben. Also schön wieder hier zu sein und habt eine gute, erfolgreiche Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund.